Mensch, ich habe letzte Nacht kein Auge zugekriegt. Leute? Hä? Ah, wo los ist? Tja, werden sie ja schon rausfinden, wenn wir am Dings waren. An der Villa. So weit ist es also gekommen. Mir wurde dieser eklige Auftrag erteilt, dich auszulöschen. Wenn du dich weigerst, mit mir zu kommen. Wir sind doch gute Freunde, oder? Klar, aber ich lasse mich nicht in einen Dämmerling verwandeln. Warte, du erinnerst dich also wieder? Ja. Großartig, aber ich muss auf Nummer sicher gehen. Sei mir nicht böse. Wie heißt unser Boss? Wäre ja auch zu schön gewesen. Mysteriösen Gegner, ich weiß doch, dass es niemanden sind. Also... Mann. Und es wird jetzt schon so oft der Name gedroppt worden ist ging bei den Gegnern. Nice. Komm zum Herrenhaus. Es ist Zeit. Heiner! Pence! Olet! Ich sehe, das ist komplett stehen geblieben. Den Roxas, den ich kenne, gibt es also nicht mehr. Tja, dann soll es wohl so sein. Turnierplatz. So, wie das natürlich alles zusammenhängt, das ist dafür müsste man ja rein theoretisch die anderen Gegengradspiele spielen. So, also. So, deswegen. Gegner. Hier und im Wald. Hä?
Okay. Hat er sich selber in die Luft gesprengt. Danke. Jetzt wieder in dieselbe in die Luft gesprengt. Der geile Boy. Oh, nice. Analyse. Oh, endlich. Das Problem ist, du kannst wahrscheinlich nicht ausrüsten. Ich gehe die Punkte ab zum Verteilen. Kann ja mal gucken. Ne, habe ich leider, ne. Also wie ihr sehen könnt, wird es auch noch unterschieden aus. Waffe, Unterstützung und Aktion. Bei Aktion muss ich drücken. Genau, bei Aktion muss ich drücken. Bei Unterstützung ist es ja automatisch. Wie sehen, muss ich auch Tasten drücken. Hier, wenn ich in der Luft bin. Genau. Schade. Ich kann jetzt steh auf Menschen rausnehmen oder halt. Das lassen wir mal. Gut, hab ich nichts. So nichts. Gut. Genau, ach stimmt, ich muss ja irgendwie hier den so einen Angriff blocken. So dass die rauskommen. Wenn du mich schon rufst, dann mach auch auf. Herrenhaus, Empfangssaal. Wir haben. Okay. So, ich finde die Designs von den Niemanden, die finde ich relativ nice. Ist nur ein bisschen was anderes als. Das ist bei den Herzlosen. Auf jeden Fall. So, jetzt ist er wegen die wieder runtergegangen. Und wieder voll. Elfentuch. Was ist das? Mhm. Nö, das lassen wir mal drin so. Meine Gewalt kann ihn zerstört haben. Ich glaube, im Vorsaal kommt dann auch Gegner. Hm.
schießen wir. Und wieder voll. So. Das kann ja nicht schaden, wenn man schon ein gewisses Level sich, sagen wir so, organisiert. Hat er sich jetzt geteilt? Das ist beschädigt. Die Frage ist, in welche Tür muss ich rein? Ich glaube, da hinten ist eine und hier ist eine. Ich glaube, in den hier Raum ist Namine drin. Auf jeden Fall. Ich will mal hier rein. Das müsste ja dann die andere Seite sein. In zwei Kreisen sind Symbole eingezeichnet mit dem richtigen Hinweis. Könntest du das Zeichen vielleicht vervollständigen? Es steht auf dem Boden. Geheimnisvoll. Oder wir müssen mal zur Namine gehen. Gehen wir mal rüber in den anderen Raum. Ist nicht so schlimm. Perfekt, genau was ich brauche. So, jetzt kann ich das Leben von den Gegnern sehen. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Wow. Ja, das ist selber nicht aufgesprengt. Schade, die XP hätte ich gar mitgenommen. Naja. Du hast dich entschieden? Warum mich das Schlüsselschwert auserkoren hat? Ich muss es wissen. Stell dich nicht gegen die Organisation! Die Organisation 13, sie ist böse? Ob gut oder böse, das weiß ich nicht. Sie sind eine Gruppe unvollkommener Personen, die vollkommen sein wollen.
Daher die verzweifelte Suche. Wonach? Kingdom Hearts. Du lachst? Naja, ich glaube, ich bin vor der Frage weggelaufen, die ich so gerne stellen würde. Was geschieht jetzt mit mir? Bitte sag es mir. Das ist alles, was ich wissen will. Du... Namine! Kein Wissen verleiht dir die Macht, dein Schicksal zu ändern. Und wenn schon. Ich möchte es wissen. Ich habe ein Recht darauf. Kein niemand hat das Recht auf irgendetwas. Oder überhaupt das Recht zu existieren. Aber was ist ein Niemand? Diz, wir haben keine Zeit mehr. Zu viele Niemande. Roxas, Niemande wie wir sind nur halbe Personen. Du verschwindest nicht. Du wirst wieder ganz. Ich verschwinde? Genug der Anmaßungen. Nein, du wirst nicht verschwinden, du! Nein! Roxas! Wir sehen uns wieder und dann sprechen wir über alles. Wir werden uns vielleicht gegenseitig nicht wiedererkennen, aber wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Eines Tages. Ich verspreche's. Lass sie los! Namine! Namines Zeichnung. Namine hinterlassene Zeichnung. Einen Tiere bei der zu haben. Die Karte des alten Herrenhauses. Nice. Hm, ist das zu bedeutend? Bist du schon Level 5? Ja, das schon. Die ganzen Zeichnungen sind so geil. Oben Kairi mit der Sternfrucht. Das ist das Tor, wo ich Kampf gegen Rico gehabt habe. Das ist die Insel, die wir vor uns gesehen haben, wo Kairi gelaufen ist. Das. Nee, das ist Hollow Bestien. Und das ist eine Zeichnung von Sora, Rico und Kairi. Genau hier hoch. Wo Rico sich verwandelt hat. So von gegen Arts 1. Das ist auch nochmal Kairi. Kann er die. Ah, doch. Ich kann, mal, ich kann die Kamera doch nicht so richtig drehen. Das müsste Kairi sein, ja. Da oben ist Sora und Goofy. Da ist die Insel. Da wieder das Portal. Die Szene haben wir ja gerade gesehen. Das ist ja das mit der Stadt. Unten, das ist mit Axel. Das da. Dann haben wir hier Rico neben so einer Kapsel. Roxa und Rico, die sich die Hand, also Roxa und Sora, die sich die Hand halten. Die Bibliothek von Hollow Bestien. Dann haben wir das ist der Felsen an der Fälle bei der Insel. Das kann ich jetzt gar nicht erkennen. Was das ist. Nee, ich glaube, da bin ich raus. Nee, das ist nicht das Schiff. Das ist nicht das Schiff. Totenkopf. Ach, das könnte das Boot sein von Captain Hook. Oder? Möglich. Das sind die Fässer oder ist das Totenkopf an der Tür? Möglich auf jeden Fall. Das ist bei Travistown gewesen, unten in den Katakomben. Wo wir quasi das Bild von Mond zur Sonne gemacht haben. Ja. Also ich weiß ja schon, was Namine damit meint. Wir werden uns wiedersehen. Bloß nicht vielleicht damit erkennen. Ich will ja nicht spoilern.
So viele, wie viele brauchst du denn noch? Bonuslevel. Da, XP 300. Nächste Level 114, alles klar. Ich muss erstmal dran gewöhnen. Dass es jetzt anders aussieht. Ist eine Fälle halb so wild. So, zack. Zack, sind wir wieder voll. Nee, da gehe ich jetzt nicht hin, das kann ich vergessen. Denn wenn ich jetzt runtergehe, kommen wieder neue Gegner. Nee. Einfach mit so einem Wachsmalstift einfach hingezeichnet. Heran aus Bibliothek. Warum? Warum hast du das Schlüsselschwert? Was weiß ich? Wird es funktionieren? Wenn es uns gelingt, diese simulierte Stadt zu schützen, bis Namine Soras Erinnerungen zusammengesetzt hat. Und was geschieht mit Roxas? Ihm wohnt die Hälfte von Soras Macht inne und letztlich muss er sie zurückgeben. Doch bis dahin braucht er eine andere Persönlichkeit, um seine Verfolger abzuschütteln. Armes Geschöpf. Das ist das Schicksal eines Niemands.
Ja, damit nicht die wunderbare Tür aufgemacht hat. Du weißt nicht, was da für ein Gerät ist. Cool. Wird wohl nicht mehr funktionieren. Ja. Gut möglich. Sicher, dass ich hier unten trainiert habe. Auf jeden Fall. Wo ich zum ersten Mal durchgespielt habe. Weil ich mitgekriegt habe, oh hier, kannst du in der Nähe gleich speichern und alles. Und dich hochladen. Also ich musste in dem Sinne ja keine Angst haben zu sterben. Also Game Over zu gehen. Und da ich eine wusste, was ich hier, also was noch passiert. Ich glaube, ich unten trainiert auf jeden Fall. Oh, ich wollte die XP haben. Wirklich beeindruckend, Roxas. Axel. Diesmal erinnerst du dich wirklich an mich? Was ist das? Eine Freude! Aber du erinnerst dich zu spät! Zwei? Das ist quasi schon mal die Vorbereitung für später auf jeden Fall. Mit den ganzen Combo-Attacken. Kehrst du ihnen den Rücken, ist das dein Untergang? Mich würde keiner vermissen. Das stimmt nicht. Ich schon. Axel. Wir sehen uns im nächsten Leben wieder. Ja. Unbedingt. Na, du
Du magst ja wiedergeboren werden. Sieh aus, als würde er hier irgendwo hinführen, würde. Auf der Dunkelheit verhindert er ein Eindring. Ja, das ist Spiel ohne was. Donald. Goofy? Die haben wir doch auf der Zeichnung gesehen. Und jetzt schläft hier drin. Goofy schläft hier drin. Der Strom scheint zumindest eingeschaltet zu sein. Ja, sagen wir so, von den Kapuzenträgern, die wir gerade in dem Flashback gesehen haben, die keine Kapuze auf hatten, also wo wir das Gesicht gesehen haben, das waren dann quasi unsere Gegner bei Kingdom Hearts Chains of Memories, also quasi das Kartenspiel. So, und das ist ja wie gesagt die Vorgeschichte von Kingdom Hearts 2. So, warum Donald und Goofy hier drin sind. Und Sora, halt, wie das zusammenhängt. Deswegen kriegt man immer mal solche Flashbacks, wo das gezeigt wird, hier, dass es so und so passiert. Deswegen. Endlich, der Auserwählte des Schlüsselschwerts. Zu wem sagst du das? Zu mir oder Sora? Zu Soras Hälfte natürlich. Du lebst in der Dunkelheit. Ich benötige jemanden, der im Reich des Lichts wandeln und die Organisation 13 vernichten kann. Warum? Wer bist du? Ich bin ein Diener der Welt. Und wenn ich ein Diener bin, dann kannst du dich bestenfalls als Werkzeug betrachten. War das etwa witzig gemeint? Denn ich muss nicht lachen. Tut mir leid, das ist nur eine auf Daten basierende Projektion meiner selbst. Ich hasse dich so sehr. Gib einen Teil dieses Hasses an Sora weiter. Er ist viel zu nett, das bekommt ihm nicht. Nein! Mein Herz gehört mir! Sora. Ich beneide dich. Meine Sommerferien sind wohl vorbei. Thank you.
Zorak! Wer ist da? Sora! Sora! Wach auf! Was für ein Mittagsschläfchen. Du meinst, wir haben geschlafen? Offensichtlich, sonst wären wir doch jetzt nicht geschlaftrunken. Wann glaubt ihr, sind wir eingeschlafen? Mal sehen. Wir haben Ansem besiegt. Ja. Den Frieden wiederhergestellt. Kairi getroffen. Oh ja, und dann haben wir wieder nach Rico gesucht. Kommt das so in etwa hin? Und weiter? Was sagt denn dein Tagebuch, Jiminy? Da steht nur ein Satz. Namine danken. Wisst ihr, wer das ist? Gehen wir doch erstmal hinaus und sehen nach, wo wir sind. Oh boy. So, ich hab natürlich die 7. Oh, Blitz, Vita, sehr schön. Aha, Atom Boost. Nice, cool. Gruppe hat Jimmys Tagebuch. Ja, das ist halt das dann das Ende von. Ach, hier im zweiten Teil kann man das angucken, wie viel Kisten man der in gewissen Kings geholt hat. Ah, das ist klar. Okay. Wenn er wurde sie in Dunkelheit verschlungen, so. Kann man da rauslesen, wie viele Jahre das her ist? Sie hat all ihre Erinnerungen an Sora verloren und bald in den kleinen Insel zu besuchen, auf denen sie alle zusammen gespielt haben. Nee, steht nicht da. So, dann haben wir hier noch ihn. Ansem. Seelischer Mann, der sich der Kräfte der Dunkel bedient. Ja. Da steht nicht da, wie die zurückgekommen ist, seine Freundin Kleine. Aha. Dunkelheit. Von letzten Jahr wurde sie der Dunkelheit verschlungen. Guckt auf jeden Fall, sie zu retten. Vor einem Jahr. Warte mal kurz, vor einem Jahr. Kurz. Ist halt die Frage, wie lange haben die halt gebraucht, um die wieder zurückzuholen. Aber trotzdem, ein Jahr? Die sind in dem Jahr ganz schön gewachsen, ey. Und so kann man die Geschichte ein bisschen nachverfolgen. Dann haben wir hier die Charaktere. So. Beziehungen. So, ja, das ist ja Dingsbums. Achso, ja, das ist normal. Okay, es ist eine andere Draufsicht. Interessant. Du kannst von jetzt
an den Status der Mitglieder deiner Gruppe vom Option aussehen. Allerdings im Roxas, der wurde Versucher weitergegeben. Jimmys Tagebuch in Westhof, was als nächstes zu tun ist. André Vergangenheit. Oh, Metriesplitter, wenn ich das schon wieder lese. Schätze. Und wie ihr sehen könnt, eine Kiste. Ich habe was zu erledigen. Aber jetzt gucken wir uns hier um. Geh nicht mehr wieder zurück zum Herrenhaus, so könntest du wieder in den tiefen Schlaf fallen. Wir sollten hinauf, überprüfen, was hier der Ort ist. Ja. Wisst ihr, ich glaube, ich war schon mal in dieser Stadt. Und wie heißt sie? Wahrscheinlich habe ich mir das nur eingebildet. Was wollt ihr denn? Nichts. Wir haben uns nur gefragt, was hier hinten ist. Jetzt wisst ihr's. Das ist unser Treffpunkt. Was? Wir treffen uns zum ersten Mal, oder? Ich bin Pence. Heiner, echt nett, euch kennenzulernen, aber ich habe noch was zu erledigen. Ich heiße Olette. Hey, habt ihr schon den Sommerferienaufsatz geschrieben? Freie Themenwahl ist echt schlimm, was? Aufsatz? Und wie heißt ihr drei? Oh, Entschuldigung. Wir sind Sora, Donald und Goofy. Hallo. Sora, Donald, Goofy, wir haben gerade jemanden getroffen, der euch gesucht hat. Der hatte es echt eilig. Er trug eine schwarze Kutte. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Aber er hatte diese großen, runden Ohren. Ja, tut es! Wo habt ihr ihn gesehen? Am Bahnhof. Am Bahnhof, danke. Nun, wir sollten uns wieder um unseren Aufsatz kümmern. Also dann. Oh, Julia, prima! Tortuga sucht uns! Ja, auf zum Bahnhof. Die Frage ist, werden wir König Mickey finden und uns mit ihm unterhalten können? Und was wird uns noch passieren in Twilight Town? Das werden wir natürlich erst im nächsten Part sehen. Und Kingdom Hearts 2. Meine kleinen Rabauken. Wir sind wieder von Roxas wieder zu Sora gewechselt. Jetzt können wir uns quasi die ganze Stadt erkundigen und uns auch quasi frei entfalten. Wir sind wieder im gewohnten Team unterwegs mit Donald und Goofy. Und was halt jetzt passieren wird, werden wir dann nächstes Mal sehen, ihr kleinen dreckigen Rabauken. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Blicken morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wie ihr schaut, und macht ihr immer irgendwas Sinnvolles. Den dreckigen Sträucher.